die letzten Wochen, Monate bei einigen mitgemacht haben. Es war großartig. Und ja, so wie es immer ist, das ist am Ende immer schwierig. Aber es war fantastische Arbeit mit euch, hat mir einen riesen Spaß gemacht. Und auch bei der ganzen, es ist wirklich Arbeit. Also sich da viermal die Woche zu treffen, zwei Stunden alles zusammenzubauen, die Schritte zu lernen, Muskelkater zu haben, auch mal keine Lust zu haben. Es tut weh, es zwickt. Und trotzdem habt ihr durchgezogen. Also großer Respekt. Und ich bin sehr dankbar und glücklich, dass wir es hier machen dürfen. Also das ist einfach mal wirklich ein großes Geschenk. Also erstmal großen Dank an alle, die mitgemacht haben. Größer zu denken, uns gewagt haben, auch sag mal räumlich größer zu werden, aber auch im Team, dass wir, sage ich mal, Zusatz zu der Tanzgruppe noch ja, uns wirklich verstärkt haben. Also erstmal großen Dank an Anselm Bischof und seinen wunderbaren Chor. Auch ein sehr großer Dank an die Theatergruppe, die wirklich spontan überfachlich gefragt wurden, wir brauchen euch, macht ihr mit? Und die haben sofort ja gesagt und ich finde, das ist großartig, weil das ist wirklich eine Riesenbereicherung. Also danke euch schon. Weil wirklich Freunde, die ich habe, seit wir sind zusammen studiert, wir haben wirklich das Handwerk zusammengelernt an der Ballettschule in Leipzig. Das ist die Darina, die jetzt schon abgereist ist leider, und der Stefan. Ich finde, das war. Also, was man so, das war einfach großartig. Man fühlt irgendwie auch, alles ist möglich, wir machen es einfach mal. Und das war auch dank euch. Also wirklich schön, dass ihr da wart. Das war schön. Ein ganz großer Dank an Hanno Busch. Großartig komponiert für uns und live dargeboten. Also mehr geht, glaube ich, nicht. Danke. Großer Dank an Olaf Winkler, der das Buch sozusagen geschrieben hat zu dem Stück, der es wirklich geschafft hat, aus diesen ganzen wahnsinnigen Massen an Zitaten, Aussagen, Reportagebeiträgen, wirklich diese Kollage aus Wörtern, die uns hier begleitet haben. Also großer Dank. Lichtkonzept hier gemacht haben und ich finde, das war echt eine andere Liga, habe ich so auch noch nie erlebt. Danke. Für diese großartige Tonleistung, wirklich in so vielen Räumen, dass überhaupt Ton verfügbar ist, der dazu noch gut klingt und das alles reibungslos läuft, dafür ist dieser Mann hier verantwortlich. Tücke. Und, ja,
werde euch auf jeden Fall vermissen, schon heute. Und ich sage gleich, wir kommen wieder. Ja, ich habe keinen vergessen. Ist richtig. Das ist immer. Ganz wichtig. Stimmt, ich habe sogar mehrere vergessen. Also, auch großer Dank nochmal erstmal an das Bühnenbild, das ist die Anna Hasselbach und der Micha, die heute nicht da sind. Die haben sich wirklich, was ich schön finde, die haben es geschafft, so liebevolle Details herzustellen, die die Räume wirklich verzaubern für mich. Und das freut mich sehr. Also, danke. Und auch einen ganz großen Dank, das ist wirklich, die fallen oft runter und das finde ich mal sehr, sehr schade, ist das Kufa-Technik-Team um Mario und Mike. Weil die haben wirklich. Janina, für die ganze Logistik, großer Dank. Und bevor ich mich abgebe an zwei weitere Herren, zuerst geben an Herrn Bischof und dann an Herrn Henke, will ich nochmal sagen, Herr Henke, großer Dank von uns allen, dass wir hier sein dürfen, weil das ist wirklich ungewöhnlich, so einen Raum nutzen zu dürfen und dass wir hier alle Freiheiten genießen durften. Dafür ziehe ich echt meinen Hut. Einen haben wir vergessen. Der Wichtigste. Der Chef von Sianza. Dirk! Ich wurde gefragt, wie hast du denn Dirk kennengelernt? Also ich sage, Dirk kommt immer so charmant entgegen. Und also er hat so ein Wesen, also da muss man einfach, da kann man gar nicht anders. Und das ist sehr produktiv, auch dieses Wesen. Also unglaublich. Also nochmal einen Riesendank an Dirk Linich.